Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Mein Name ist Silke Alsweiler-Lösch und ich bin die Geschäftsführerin des Vereins. Wie schön, dass Sie uns bei einer weiteren Podcast-Folge zuhören, mit der wir Sie alle in Corona-Zeiten unterhalten wollen. Blicken Sie mit mir und meinen Gästen hinter die Kulissen unseres Opernhauses. In einer Zeit, in der ein Opernhaus schweigen muss, wollen wir mit denen sprechen, die sonst im Haus für die wunderbaren Abende der Deutschen Oper Berlin sorgen. Wir sind erneut im Mausoleum, das Sie alle von den Einführungen mit Jörg Königsdorf kennen. Und es heißt im Hausjargon Mausoleum, weil hier die Büsten wichtiger Persönlichkeiten stehen. Natürlich ist für den nötigen Pandemieabstand auch zwischen meinem Gast und mir gesorgt. Heute bin ich im Duett mit Yijen Lin, Kapellmeisterin an der Deutschen Oper Berlin. Yijen, du bist ganz neu bei uns am Haus. Herzlich willkommen. Und bevor wir miteinander in den Dialog gehen, darf ich dich kurz vorstellen. Yijen Lin, du wurdest in eine Musikerfamilie in Taipei in Taiwan hineingeboren. Als ich dich das erste Mal traf, war ich kurz versucht, dich auf Englisch anzusprechen, aber du hast mir mit einem fast akzentfreien Deutsch geantwortet. Die Klangfärbung war aber nicht taiwanesisch, sondern österreichisch oder süddeutsch. Deine Familie ist mit dir 1995 nach Wien übersiedelt und du warst damals 8 Jahre alt und bist dort geblieben in Wien und hast dort Geige und Dirigieren studiert und mit Auszeichnung abgeschlossen. Herzlich willkommen, Yijen, zu unserem Podcast. Vielen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast und das 10. Podcast-Duett mit mir wagst. Yijen, du bist Pianistin, Geigerin und Kapellmeisterin und seit dieser Saison an unserem Haus. Was genau ist die Aufgabe einer Kapellmeisterin und was ist der Unterschied zu einer Dirigentin? Ja, das muss ich selber auch herausfinden. Wo ich die Stelle bekommen habe, hat mich mein Vater gefragt, was ist denn eine Kapellmeisterin? Ja, das habe ich auch nachgeschaut. Habe ich dann nachgeschaut und ich glaube, Kapellmeister ist immer verbunden mit einem Haus, einem Theater. Das kommt noch von der alten Bezeichnung mit der Kapelle und ja, eigentlich ist das ein Hausdirigent sozusagen, denke ich mal. Ja, aber deine Aufgaben sind die einer Dirigentin, also du bist Assistentin? Genau, also ich bin musikalische Assistentin beim Chef. Also das beim ist Donald Runicles, genau. Sir Donald Runicles. Genau, und auch also werde ich eingesetzt bei anderen Produktionen, einfach bei anderen Dirigenten, Gastdirigenten. Bisher hatte ich 2 also Assistenzen machen dürfen. Und wenn du eine Assistenz machst, erklärst du vielleicht auch unseren Hörern noch, was heißt es, eine Assistenz zu machen? Ja, ich bin bei den Proben dabei, höre zu. Bei den Orchesterproben, da ist es wichtig, dass ich im Saal teilweise zuhöre und schaue, ob die Balance mit den Sängern passt, ob das durchkommt, alles, was er wollte, musikalisch. Und ansonsten, während der Nicht-Corona-Zeit, hätte ich wahrscheinlich auch, also bevor der Chef kommt, paar Proben gehabt, um das Orchester oder die Sänger darauf vorzubereiten, auf die Chefproben. Das heißt, du weißt, was der Chef will, also er sagt dir vorher, was er gerne möchte und du probst das schon mal vorab mit dem Müsste Orchester. Sein, ja. So genau. Sollte das sein. Ja, welche Dirigate hast denn du in deiner Laufbahn schon übernehmen dürfen? Und natürlich, wann würden wir dich oder werden wir dich, je nachdem, was Corona uns noch bietet, am Pult in der Deutschen Oper Berlin sehen? An der Deutschen Oper hoffe ich wirklich sehr bald. Bis jetzt kam ich wirklich nur hier nicht öffentlich zum Einsatz, ja, also in Klavierproben leider. Aber jetzt wäre eine Aufführung von Hänsel und Gretel gewesen, aber leider ist es nicht passiert. Ja. Genau, und bisher war ich viel in Europa, habe viel in italienischen und spanischen Raum dirigiert, in den letzten Jahren auch vermehrt in deutschem also Raum. Und ja, also magst du ein paar Stücke nennen, wo du am Pult standst? Ja, zum Beispiel war ich in Bologna, ja, also im Teatro Comunale.
Dann in Spanien war ich zum Beispiel. Aber mit welches Stück hast du dirigiert? Ah, da war es Notte di Figaro. Notte di Figaro, genau. Ja. Dann gab es noch viel in Spanien und zum Beispiel gab es eine Carmen in Teatro Zarzuela. Ah, ja. Ja. Allerdings auf Spanisch, das war sehr spannend. Mhm. Genau, und in Deutschland durfte ich vorletztes Jahr, glaube ich, SWR, also dirigieren. In einer kleinen Besetzung und also HR durfte ich vor vielen Jahren auch mal schon. Hessischer dabei. Rundfunk? Genau. Ja, genau. Ah ja, ich habe eben kurz skizziert, dass du Pianistin und Geigerin bist, aber deinen allerersten Geigenunterricht hast du von deinem Großvater erhalten, habe ich gelesen. Genau. Und zwar schon mit 5 Jahren. Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Kannst du uns ein bisschen von der Musikerfamilie Lin in Taipei erzählen? Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vermutlich sogar noch früher war, weil mein Großvater er ist leider schon verstorben vor 2 Jahren, aber er hat kleine Kinder unterrichtet, also von 3 bis zum Teenageralter ungefähr. Ja. Und wir haben zu Hause immer so ganz kleine Sechzehntel oder noch kleinere Geigen liegen gehabt, die fast wie Spielzeuge aussehen. Und die lagen einfach rum, das Klavier stand da, deswegen haben wir einfach damit gespielt, also als Spielzeug fast. Ja. Und waren immer da, wenn er unterrichtet hat, andere Kinder. Deswegen ist sehr schwer zu sagen, ob wirklich der erste Unterricht wirklich mit 5 Jahren war. Mhm. Ich glaube sogar früher. Ja. Man hat ja schon alles mitgekriegt. Deine Eltern sind auch Musiker, ne? Also sie sind alle Musiker, ja. Meine Mutter war Sopranistin. Ja. Jetzt macht sie was anderes, aber sie war Sopranistin. Mein Vater hatte eine Professur in Taiwan an der Universität in Taipei. Auch in welchem Fach? Also er hat Theorie, Gehörbildung, Solfège und Klavier unterrichtet. Genau, und man kriegt das dann sehr viel mit zu Hause, weil die haben teilweise, also die ganze Familie fast, hat Musik unterrichtet und im ganzen Haus klang Musik und wir saßen einfach unter den Tischen und Stühlen, haben einfach mitgehört. Wie viele Geschwister hast du? Wir sind zu dritt. Zu dritt, genau. Sehr süß, ja. Und ja, also es war wirklich so, dass man dann unter den Tisch mitgehört hat, wie das funktioniert, und bevor ich selber zum Beispiel diese ganzen Tonleiter selber spielen durfte, wusste ich genau, wie die Tonarten abfolgen sein sollten, weil ich das immer mitgehört habe. Weil du das gehört hast, ja, natürlich. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja, da wird die Frage sein, ob deine kleine Tochter dann auch irgendwann mal in diese Richtung geht, denn du bist auch mit einem Musiker verheiratet. Also deswegen, Wir sind sehr viele Musiker. Genau. Mein Mann ist ja Konzertmeister in Zürich und seine Schwester ist hier in Berlin an der Staatsoper Konzertmeisterin. Ah. Die andere Schwester Konzertpianistin und der Bruder in Saarbrücken Cellist. Also wirklich. Also deine Tochter hat keine Chance, was anderes zu Doch, machen. Doch, wir werden sehen. Sie soll die Chance haben, aber sie wird auf jeden Fall mit Musik aufwachsen. Und das ist wunderbar. Ja, genau. Es gibt zahlreiche herausragende Musikerinnen, aber nicht so viele entscheiden sich dafür, Dirigentin zu werden. Wie kam es denn bei dir zu dieser Leidenschaft oder zu diesem Weg? Das ist eigentlich sehr natürlich geschehen. Ich habe als Kind immer meine Schwester auf der Geige begleitet, also am Klavier sie auf der Geige und umgekehrt, und habe die Noten immer verloren, also die Klaviernoten. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, das reicht jetzt, also du wirst das einfach mal auswendig spielen, damit du die Noten nicht verlierst. Weißt du, warum du sie immer verloren hast? War das Schusseligkeit oder wolltest du einfach frei spielen? Das lag einfach dann irgendwann da und dann habe ich das vergessen mitzunehmen. Ah, also sogar bei wichtigen Vorspielen habe ich nach dem Vorspiel vergessen. Und die Noten. Genau, mit den ganzen wichtigen Fingersätzen und so. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, so, jetzt lernst du das einfach auswendig. Und als Kind denkt man sich gar nichts dabei. Da habe ich das einfach gemacht und habe eigentlich alle Violinkonzerte auswendig begleitet. Und dann hat das ein Dirigent gesehen, irgendwann in einem Konzert, und hat gesagt, du sollst dirigieren, weil mich hat es immer sehr interessiert auch. Ich habe immer, also auch schon mit 9 Jahren oder früher, wenn ich das gemacht habe, habe ich immer die Instrumente dazu geschrieben, wenn ich Klavier gespielt habe, wer das spielt, und das hat mich immer sehr interessiert. Und dann hat eben der Dirigent gesagt, ja, du sollst das machen.
dann, das war immer so im Hintergrund, und wo ich 17, 18 war, kam das tatsächlich zur Sprache. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung in Wien an der Hochschule, also Universität heißt es jetzt, gemacht und bestanden. Und seit, wie alt warst du da? Also das? 18. Mit 18 ich, schon? Genau, mit 18 habe ich die Prüfung gemacht und habe dann studiert, parallel zur Geige. Zwei Hauptfächer. Ja. Beeindruckend. Ja, ich muss diese Frauenfrage trotzdem noch stellen. Ich weiß, es ist langsam kommen immer mehr Frauen in diesen Beruf, aber dennoch scheint es ja immer noch eine Ausnahme zu sein, eine Frau am Pult zu sehen. Immer mehr Frauen sind jetzt präsent, zum Beispiel durch das Dirigat von Cusi van Tutte im Sommer bei den Salzburger Festspielen ist gerade Johanna Malwitz, die Generalmusikdirektorin am Staatstheater in Nürnberg, vielen im Gedächtnis. Und erstmals wird im kommenden Jahr in Bayreuth mit Oksana Lüniv eine Frau den Holländer dirigieren. Was glaubst du, werden in Zukunft mehr Frauen in diesen Beruf gehen und welche Hindernisse haben Frauen immer noch heute, die ihnen in den Weg gelegt werden? Also es werden auf jeden Fall mehr, das ist sicher. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wo ich studiert habe, von 30 Leuten wirklich ja, 3 bis 5 Frauen maximal waren, wirklich in Unterzahl. Und wo ich 10 Jahre später die Klasse besucht habe, war das schon fast die Hälfte. Und das 50% Frauen im, ja, im Unterricht. Also das war schon viel mehr. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass noch mehr geworden ist. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, aber der Anstieg war doch ziemlich rasant. Ja. Und also das ist jetzt, ich würde nicht sagen Normalität, wir sind doch noch in Unterzahl, aber es ist auf jeden Fall mehr, also weniger eine Rarität geworden. Ja, und hast du eine Erklärung, was war so das Haupthindernis oder war es einfach noch nicht so in den Köpfen oder waren die Männer doch so ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft und haben die Frauen gar nicht so gerne da gesehen? Ja gut, man muss da bedenken, dass viele Berufe, also die meisten Berufe waren so, dass Männer, dass es Männerdomäne waren bis zu den, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber bis ziemlich spät war doch bei den Wiener Philharmoniker auch keine einzige keine Frau. Keine einzige Frau, auch genau. Im Orchester nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und da sieht man dann jetzt, wie schnell also es sich ändert. Mhm. Ist so. Es denn für eine Frau ein besonders anstrengender Beruf oder so? Empfindest du das als? Als Dirigent? Ja, als etwas, was ich besonders viel Kraft braucht oder? Also von meiner Erfahrung her nicht, aber ich kann nur für mich selbst sprechen, nicht für andere. Ist es denn aus deiner Erfahrung heraus dann für das Orchester ein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau sie dirigieren? Ich bin ja viel im Orchester gewesen und habe viel gespielt, in Zürich teilweise, und durfte natürlich mehr Männer, aber auch Frauen erleben. Und ich glaube, also auch mit den Kollegen sind wir sehr schnell zum Schluss gekommen, dass also vielleicht die ersten 2 Minuten oder 3 schaut man ein bisschen drauf und dann zählt wirklich nur noch die Musik und das Können. Also dann will man einfach, dass jemand da steht, wo man im Orchester Spaß haben kann, wirklich die Musik machen kann, und man vergisst ziemlich schnell, wer das ist, woher der kommt und was für ein Geschlecht dann auch. Ja. Da vorne steht, ja. Genau. Welches Konzert war denn für dich dein Debüt am Pult? Was hast denn du zuerst dirigiert? Und erzähl ein bisschen, wie das war. War das sehr aufregend? Warst du nervös? Ja gut, das ist schon ziemlich lange her, wenn man das als Debüt nimmt. Also weil in Wien habe ich ja studiert. Ja. Und als Diplomprüfung gibt es ein Geschenk, dass man im Goldenen Saal vom Musikverein dirigieren darf. Ja. Alle Absolventen, nicht alle, aber viele. Und ja, das durfte ich auch machen. Und ich habe das Stück Bartoks Deux Portraits gewählt. Also durfte ich mit Radiosymphonieorchester Wien musizieren. Und das war mein quasi erstes Debüt mit einem Profiorchester. Und das war natürlich sehr aufregend. Aber ich habe die Aufregung wirklich sehr positiv aufgenommen. Weil erstens natürlich, man war nervös. Aber man ist auch, also ja, so froh, wirklich endlich da zu sein, weil man immer im Publikum war und der Saal ist wunderschön. Und dann, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich vor meinem Auftritt, also vor der Tür beim Eintreten gestanden bin, wirklich wie so ein Rennpferd, was jetzt was wirklich raus will und ja, wirklich raus will und wirklich das Beste zeigen. Und in Wien ist es einfach, ich weiß nicht, man macht die Tür auf und man hat das Gefühl, man ist in
eigenem Wohnzimmer, obwohl es so groß ist, aber es fühlt sich einfach sehr, ja, vertraut etwas, auch. Ja, oder? Sehr vertraut an. Ja. Und mit den Musikern hat man sehr engen Kontakt auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich mich einfach wirklich pudelwohl gefühlt und das war wirklich ein schönes Erlebnis. Und die Nervosität, die verschwindet dann, wenn du, sobald du draußen bist. Ja, ja, also weil ja, man vergisst das einfach, weil dann ist man in der Musik. Also ja, sollte man schon sein, sonst. Ja, ja. Genau. Und genau, in der Oper hatte ich Debüt auf dem Rossini-Festival in, mhm, Pesaro. Mhm. Meine erste Oper mit Viaggio Arang. Und das war genauso eigentlich. Also mir hat es nur nicht ganz gepasst damals, dass die Aufführung um 11 Uhr war. In der Früh, ja, also, das verstehe ich. Ja, das, ja, ist bei den Musikern halt eher viel, ja, zu früh. Viel zu früh. Genau, und für Sänger sowieso, ja, aber genau. Aber ah, ja, so, das kann ich verstehen. Okay. Wenn du vor so ein Orchester trittst und ein solches Stück anfängst einzustudieren, wie gehst du denn da heran? Also wie machst du dich mit dem Orchester bekannt? Was sagst du zu denen? Wie ist dann da der erste Kontakt? Mit dem Orchester. Mhm. Man geht hinein, begrüßt die Leute und dann lässt man einfach mal spielen meistens und dann schaut man, was es anbietet und dann muss man einfach musizieren, so wie bei Kammermusik. Also muss man einfach schauen, was der Partner bringt und dann dementsprechend auch reagieren oder agieren. Und ja, es ist in jedem Orchester anders, wie man umgehen soll. Und ja, weiß man vorher als Dirigent, wie die so drauf sind? Wie das, gibt es das dann so, sagen wir mal, dass man sich mit dem anderen Kollegen nochmal bespricht und fragt, was mögen die denn nicht oder was darf ich denn für einen Fehler nicht machen? Manchmal kennt man ja die Orchester, ja, also, aber manchmal gar nicht. Und es kann gut oder schlecht laufen. Also es spielt manchmal keine Rolle, ob man die Leute kennt oder nicht. Ja, also zum Beispiel beim Vordirigat hier an der Deutschen Oper habe ich niemanden gekannt, ja, also vom Orchester, und habe auch, mir wurde nicht erlaubt, jetzt den Saal mir anzuschauen, wo sie proben. Ich bin einfach reingegangen, völlig fremden, also fremde Umgebung, mhm, total fremde Leute, aber ich habe mich trotzdem wohlgefühlt und es kann woanders genau umgekehrt sein. Also. Ja, du bist ja in verschiedenen Häusern unterwegs gewesen. Wo hat es dir denn besonders gut gefallen? Also welches Haus außer Wien? Jetzt, das habe ich schon verstanden, das war ganz wunderbar. Mhm. Aber wo bist du sonst noch gerne und warum? Also ohne jetzt wirklich groß schmeicheln zu wollen, mhm, jetzt seit ich hier bin, das, ja, ist knapp ein Monat, fühle ich mich hier wirklich sehr wohl. Das ist aber schnell natürlich, in einem Monat. Ja, ja, und also ich durfte nicht mal jetzt so viel machen, ja, wie es eigentlich normalerweise üblich wäre, aber ich fühle mich hier sehr wohl und ich finde die ganze Atmosphäre im Haus sehr angenehm, ja, und man fühlt sich sehr schnell zu Hause und deswegen, also ohne zu schmeicheln, finde ich, habe ich hier eine sehr gute Erfahrung. Also man hat dich gut aufgenommen, auch vom Orchester her, höre ich da so ein bisschen raus. Gut, Orchester konnte ich bisher noch nicht direkt kennenlernen, ja, aber ja, okay, genau, ja, das verstehe ich. Wenn ich gerade so darüber nachdenke, wie du das erste Mal in Kontakt mit einem Orchester kommst und dich vorstellst und so, was sind denn, sagen wir mal, No-Gos, was dürfte denn ein Dirigent nicht machen? Hast du da schon mal Erlebnisse gehabt, dass das Orchester dann sich zurückzieht oder zurücknimmt? Weil das hört man immer wieder, dass das Orchester sich einem Dirigenten auch verweigert. Weißt du, wann das so dazu kommt? Ja, das muss man schon spüren, mhm, also und zwar ziemlich schnell als Dirigent. Ja. Das gehört auch zur Aufgabe, wenn man reinkommt. Und ich finde, man soll nicht in der heutigen Zeit reinkommen mit der Einstellung, dass man eine Stufe höher quasi gestellt ist, auch wenn das Podest von der Stufe höher Podest ist, ja, tatsächlich. Genau. Ja. Aber das ist nur für die Sicht. Man sollte schon die Kollegen wie Kollegen betrachten und auf Augenhöhe mit denen sprechen, weil das wirklich alles sehr gute Musiker sind auf dem Niveau, wo, ja, wir uns bewegen, und dementsprechend die ansprechen. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann kann es schiefgehen, dann kommen unangenehme Szenen, aber da sollte man nicht dahin kommen. Verstehe, aber ja, hat man dich auch schon sozusagen herausgefordert, was das anbelangt? Ja, also man wird ja immer herausgefordert, wenn man jung ist, ja, und dann auch noch so asiatisch aussieht. Nein, aber man spürt dann schnell, ob das jetzt, wenn es um die Musik geht, ja, und wenn man wirklich weiß, was man will,
wenn man genau weiß in dem Moment, was man gerade macht, dann spüren das auch die Leute, dann spielt das nicht so eine große Rolle. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, was du eben gesagt hast. Früher war das ja vielleicht doch ein anderes Selbstverständnis von Dirigenten, ja, meistens Männern, ganz selten Frauen, die sich so als großen Maestro gefühlt haben und die, genau, die einen eigenen Starkult auch betrieben haben. Ja. Welche Figur hat eigentlich dich inspiriert zum Dirigieren, außer dass dein Weg war, wie du eben beschrieben hast, aber gab es auch einen Dirigenten oder eine Dirigentin, die dir als Vorbild gedient haben? Ich muss sagen, eigentlich keine spezielle Person, ja, weil, also ja, ich habe lustigerweise das immer so gemacht, wie ich es für richtig gerade gehalten habe und habe natürlich auf dem Weg sehr viele Dirigenten oder Dirigentinnen kennengelernt, die ich dann auch beobachte und ich nehme einfach von jedem etwas mit, was mir besonders gut gefallen hat und dass jeder hat wirklich ganz andere Stärke. Also kann ich für mich sehr schwer sagen, das ist mein Vorbild, weil jeder kann was anderes gut. Ja. Und man versucht einfach herauszufinden, was. Ja, bin ich jetzt neugierig, was wäre denn etwas gewesen, was du bei einem bestimmten Dirigenten oder Dirigentin gut gefunden hast? Also wo du gesagt hast, boah, das habe ich so noch nicht gesehen oder noch nicht ausprobiert. Hast du ein Beispiel für uns? Also wenn man so ganz alte betrachtet, bin ich in letzter Zeit auf Günter Wann zum Beispiel gestoßen. Der, also wenn ich das so beobachte, gibt es viele alte Meister, die sehr, sehr, wie sagt man das, ehrlich und auch sehr präzise vielleicht. Präzise sowieso, ja, aber humble, wie heißt das auf Deutsch nochmal, jetzt habe ich das Wort, bescheiden. Also bescheiden, quasi okay, bescheiden, mhm, wirklich vor einer Partitur stehen und wirklich der Musik oder der Partitur dienen wollen. Und das finde ich einfach sehr bemerkenswert, weil das ist tatsächlich unsere Aufgabe als Dirigent bzw. als Interpret, ja, dass man ein Vermittler ist zwischen dem Komponisten, seiner Musik und dem Publikum. Ich finde es einfach wichtig, dass man diese Aufgabe versteht und jetzt nicht sich selber, also irgendwo darstellen will, ja, da kann man sehr schnell da reinrutschen, aber es ist immer die schwierigere Aufgabe, wirklich der Musik zu dienen und genau das zu verwirklichen, was der Komponist geschrieben hat und all diese Leute, die das versuchen und schaffen, also sind quasi nahe dran, ja, sind, bewundere ich sehr. Und es gibt natürlich auch Typen, die sehr gut mit Menschen, ja, sehr schnell umgehen können, auch psychologisch sehr geschickt sind und die bewundere ich auch sehr, weil das ist sehr wichtig in der heutigen Zeit vor allem. Ja, genau. Um den Zugang zu bekommen. Genau, weil man kann ja nicht mehr so wie früher da, wenn ein Toscanini herkommt oder ein Karl Böhm da zum Orchester, also entweder die anschreien oder sagen, nein, das ist gar nichts. Also das kann man nicht mehr bringen, glaube ich. Das darf man heute nicht mehr machen, genau, ja. Genau, ja, da würde das Orchester sich verweigern, ja? Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Genau. Also ich sehe, du hast einen völlig anderen Ansatz und du kannst auch was, deswegen brauchst du auch nicht schreien, ja, sondern du überzeugst dann durch dein Können. Wenn die Welt sich wieder ein wenig in normaleren Bahnen und ohne Corona bewegen wird, welches große Ziel hast du eigentlich, welches Orchester möchtest du unbedingt mal dirigieren und welches Stück? Ja, viele Wünsche sind ja in Erfüllung gegangen, aber ich glaube, Wünsche sollte man wirklich nicht aussprechen und ich lasse das mal offen. Okay, dann frage ich nicht nach den Wünschen, dann frage ich, was sind denn für dich Traumhäuser oder Häuser, die dich besonders locken könnten noch? Es sind sehr viele, also ja, es sind wirklich sehr viele und ich glaube, also der Weg ist noch lang. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh zu sagen, da genau will ich hin. Mhm. Also jetzt bleibst du erstmal hier, das habe ich gut verstanden. Genau. Das ist schon mal schön. Ja. Gibt es einen Lieblingskomponisten? Gibt es einen Bereich, den du sehr magst? Das ist sehr schwer, also einen Dirigenten oder einen Musiker, mhm, überhaupt zu fragen. Ich sage einfach gerne, gerade der, den ich studiere oder, mhm, den ich dirigiere, ist meistens mein Lieblingskomponist und so sollte es auch sein, weil nur das, was man gern macht, macht man gut. Macht man gut und, ja, okay. Und dann hat man ja auch immer noch was zu entdecken. Vielleicht, genau, bleibt man dann auch offen, genau, für die. Und ich bin sehr offen für sehr viele Stile. Also, ja, genau, genau. Musizierst du eigentlich auch nochmal oder dirigierst du jetzt nur? Oder wirst du auch nochmal spielen? Ja, also
wenn die Zeit es zulässt, ja. musiziere ich schon, aber jetzt schon viel weniger. Schon viel weniger. Genau. Ja, diese Aufgabe zu dirigieren ist eine mentale und physisch fordernde Aufgabe, wie ich weiß. Was tust du, um diese Herausforderung zu bestehen, also um fit zu bleiben, um stark zu bleiben? Treibst du Sport oder was machst du sonst, um fit zu bleiben? Ja, vor Corona habe ich schon Sport getrieben und dann sind ja alle Fitnessstudios zu. Genau. Wie wir alle wissen. Geschlossen genau. Und dann hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit. Also, ja, aber ich versuche das jetzt in Berlin mit Spaziergängen zu kompensieren. Gibt es denn besondere Dinge, die man als Dirigent sozusagen als Übungen macht, damit der Rücken stark bleibt oder dass man das auch aushält, diese... Ja, also ich versuche vor dem Dirigieren, vor einer Probe oder so, tue ich mich ein bisschen warm bewegen, damit die Muskeln nicht irgendwie völlig kalt sind, weil wir doch irgendwo viele Muskeln beanspruchen und damit nichts kaputt geht. Genau, aber also ich versuche ein bisschen mich warm zu bewegen, genau. Aber Sport so in dem Sinne nicht wirklich. Was tust du denn sonst, wenn du dich entspannen willst? Also du hast erzählt, Berlin ist schon so ein Zuhause für dich, aber du machst Spaziergänge, das habe ich auch verstanden, mit Emmy wahrscheinlich, mit deiner kleinen Tochter. Ja. Was macht dir sonst noch so also Spaß und was ist dein Hobby vielleicht? Ja, also kochen tue ich sehr gerne, Filme anschauen. Das geht natürlich mit einem Kleinkind, mit einem Baby ein bisschen schwieriger. Im Moment kochen wir sehr viel Brei, aber sonst kochen wir einfach sehr gerne und sehr viel. Das entspannt auch und sonst einfach ein bisschen Musik hören, also nicht unbedingt auch klassisch, sondern manchmal auch Jazz und andere Richtungen. Ja, und wie gesagt, also... Spazieren. Und du magst Berlin? Hast du dich schon so eingebunden? Ja, ich habe also wirklich nicht gedacht, dass ich Berlin so mögen würde, aber ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl. Was magst du denn an Berlin? Was ist denn das? Dass man hier, also wenn man an etwas denkt, was man essen will, das tatsächlich auch sofort kriegt. Das war jetzt in der Schweiz nicht unbedingt. Ja genau, was war deine Station vor Berlin, wo du warst in der Schweiz? Ich war in der Schweiz. In also Zürich? In oder Zürich wo Gegend, ja, genau. Ja. Natürlich ist auch international, aber Berlin ist schon nochmal, also was Essen angeht, wirklich, ja, das stimmt. Da gibt es alles, was man sich ausdenken kann und das ist einfach für mich ein Paradies. Wunderbar. Ja, also jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt und diejenigen, die den Podcast oder die Showfixes kennen, wissen, dass die letzte Frage immer die Frage ist nach dem schlimmsten, schrillsten oder auch schönsten Erlebnis der bisherigen Laufbahn oder an der Deutschen Oper, aber ich glaube, da müssen wir dann nochmal zusammenkommen, da hast du noch nicht so viel zu erzählen, aber die schlimmsten und schrillsten Erlebnisse sonst? Naja, da denke ich an ein Erlebnis in Spanien mit Carmen, wo wir geprobt hatten, eine szenische Probe. Und das war die Kampfszene zwischen José und Escamillo. Und da war Messer und so im Spiel. Mhm. Und so wie im Theater üblich hat man ja so eine Attrappe. Ja. Aber leider hat der José, der gespielt hat, keine Attrappe erwischt bei dieser Probe, sondern ein echtes Messer. Wie im schlechten Krimi? Ja. Also Gott sei Dank ist nichts passiert, weil die haben doch tatsächlich mit so Säcken auch gearbeitet. Ja. Also wo, ich glaube es war Stroh oder ich weiß nicht was, gefüllte so Säcke Probe, waren drinnen, genau. Also wirklich für die Szene. Aber dann hat er eben das erwischt, also den Sack erwischt und dann ist kaputt gegangen. Wir waren alle sehr schockiert, weil das war nichts, keine Attrappe. Also das ist auf jeden Fall ein schrecklich schrilles Erlebnis. Genau. Hat man das aufgeklärt? Das ist ja jetzt auch interessant. Wie kommt denn das dazu? Das habe ich dann leider nicht mehr mitverfolgt, weil ich so im Schock war. Ja. Aber Gott sei Dank ist eben nichts passiert. Nichts passiert. Aber es hätte auch anders gehen können. Ja. Genau. Okay. Ja. Und gibt es sonst noch ein schönstes Erlebnis oder etwas? Schönstes? Was? Passiert oft etwas. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das Schlimmste hier an der Deutschen Oper war tatsächlich, wo sie gesagt haben, wir dürfen doch jetzt nicht spielen. Nicht spielen, da war ich schon sehr enttäuscht, weil ich habe gedacht, mein erster Gedanke, ich habe doch gerade angefangen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich glaube, dass wir es irgendwann überstanden haben werden und ich bin sicher, dann sehen wir dich am Pult dirigieren und wir freuen uns darauf. Ich wünsche dir
und deiner Familie. Alles Gute, bleibt gesund. Danke. Und fröhlich. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, kommen Sie gut durch den Advent und ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches 2021. Bleiben Sie gesund und uns treu und auf Wiederhören beim nächsten Duett, dem Operntalk des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin. Vielen Dank. Dankeschön.